Ja? Ich bräuchte Sie, Mr. Granton. Ich habe zu tun. Legen Sie es zu Lucy. Sie ist ins Lager gegangen. Auch nie da, wenn man sie braucht. Wer ist es denn? Scotland Yard. Ein Inspektor Sefton. Was habe ich denn schon wieder angestellt? Okay, Jane, dann her mit ihm. Russell Granton? Ja, Sefton. Inspektor Sefton. Scotland Yard. Was kann ich für Sie tun, Inspektor? Elfrieda? Ja. Ich bedauere Ihnen, eine schlechte Nachricht übermitteln zu müssen, aber meine französischen Kollegen glauben, dass sie tot ist. Mr. Granton? Ja, ja. Sie ist tot? Ja, offenbar. Sie war doch als Sprachlehrerin in Frankreich tätig, nicht wahr? Und die französischen Behörden ersuchen um eine offizielle Identifizierung, um die Leiche freigeben zu können. Was ist mit ihr passiert? Tja, man hat sie aus der Seine geborgen. Sie ist ertrunken? Ja, das kann ich nicht sagen. Es sieht so aus, als ob andere Verletzungen festgestellt wurden. Sie müssten das mit meinem Kollegen klären. Und warum ich? War der nächste und einzige lebende Angehörige. Man hat ihre Visitenkarte bei ihr gefunden. Und da sie sowieso häufig nach Frankreich reisen... Woher wollen Sie das wissen? Na ja, als Besitzer zweier Weingeschäfte in London und Lieferant für große Handelsketten. An wen wende ich mich in Frankreich? Inspektor Lambeau von der Pariser Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja, er bearbeitet den Fall. Wieso Fall? Das ist so ein Wort, das wir Polizisten automatisch gebrauchen. Im Übrigen sind Sie nicht verpflichtet zu fahren, Mr. Granton. Auch ich werde fahren. Larbeau war der Name? Ja, richtig. Die notwendigen Details wird Ihnen mein Sergeant geben. Mr. Granton, ich bedauere, wenn das alles sehr geschäftsmäßig klingt am Telefon. Das mit Ihrer Schwester tut mir natürlich sehr leid. Wenn es Ihre Schwester ist. Ich habe es gerade von Jane gehört. Wie schrecklich, Russ. Ja. Lucy, du musst für die nächste Zeit das Kommando übernehmen. Okay. Wie lange wirst du weg sein? 3-4 Tage. Vielleicht eine Woche. Ich werde ein paar alte Freunde aufsuchen, wenn ich schon mal da bin. Ein trauriger Anlass. Ja. Wie nah standet ihr euch? Wir waren 2 Jahre auseinander. Solange ich klein war, hat sie sich wie die typische ältere Schwester aufgeführt. Grauenhaft. Später hat sich das radikal geändert. Wir haben alles zusammen unternommen. Schwimmen, reiten, klettern, alles. Eines Tages, als wir allein zu Hause waren, vor 12 Jahren oder so, hat sie plötzlich ihre Kleider ausgezogen und gesagt, worauf wartest du? Sie war 18. Es war ein heißer Tag. Und ich hatte nur Jeans und ein T-Shirt an. Und ich hatte schon die Hand am Gürtel. Ja, und das war's. Sie sagte Hasenfuß, zog sich an und verschwand 2 Wochen später wieder auf ihre Uni. Und danach? Praktisch nur Postkarten. Nach ihrem Studium. Das letzte Mal haben wir uns bei der Beerdigung von Mama gesehen. Ich habe ihr einen übergroßen Sherry eingeschenkt. Und sie hat gesagt, Prost, Hasenfuß. Tut's dir leid, was du getan hast? Du meinst, was ich nicht getan habe? Joel, manchmal. Fliegst du nach Paris? Nein. Fähre und meine alte Norton. Doch nicht dieses grauenhafte alte Motorrad. Genau das. Und Vorsicht, du sprichst von meiner großen Liebe. Das sind die Kleider. Die mir natürlich nichts sagen. Ich habe meine Schwester 2 Jahre lang nicht gesehen. Nichts? Der Schal, die Brosche. Bedauere. Aber Sie haben die Ausweispapiere gesehen. Ja. Wo haben Sie die gefunden, Monsieur Larbeau? In einem kleinen Lederetui, das an Ihrem Gürtel befestigt war. Mit Toten, die wir in der Seine finden, ist es immer besonders schwierig, Mr. Granton. Die vielen Seine-Boote und so fort, Sie verstehen. Nach dem Gesicht ist eine Identifizierung praktisch unmöglich. Ich will Ihnen das auch ersparen. Aber um Ihnen eine Ahnung von den Schwierigkeiten zu geben... So sehen sie fast alle aus. Das
kleine Medaillon hier hat sich noch gefunden, um den Hals geschlungen. Sagt Ihnen das etwas? Ja. Ich habe es Elfrieda zu ihrem 16. Geburtstag geschenkt. Das ist ihr Hund Paddy auf dem Foto. Also ist das Medaillon von ihrer Schwester? Zweifelsfrei. Aber was ist mit ihr passiert? Das versuchen wir herauszufinden. Wie lange hat sie in der Seine gelegen? Wahrscheinlich mehrere Tage. Sie können das nicht genauer sagen. Wir haben den Obduktionsbericht noch nicht vorliegen. Also, was untersuchen Sie? Mord? Selbstmord? Ein Unglücksfall? Das ist ohne den Bericht der Experten, vor allem der medizinischen, nicht zu sagen, Monsieur Blunter. Aber ich kann Ihre Leiche nach England bringen lassen. In ein, zwei Tagen, wenn mir die abschließenden Untersuchungen vorliegen. Ich werde Sie verständigen. Danke. Haben Sie Ihre Pariser Adresse? Solange wir die genaue Todesursache Ihrer Schwester noch nicht kennen, müssen wir gewisse Informationen als vertraulich behandeln. Vor mir nicht. Ich möchte wissen, Inspektor, wo meine Schwester zuletzt gewohnt hat. Also schön, sie hat eine Wohnung mit einer Amerikanerin in der Rue Servandoni geteilt. Wenn Sie wissen, wo das ist. Oh ja. Ach, Sie kennen Paris gut? Frankreich überhaupt? Ich bin Weinkaufmann und Importeur. Hat Ihnen das Inspektor Sefton nicht gesagt? Ja, möglich. Also kommen Sie öfter nach Frankreich? 6 bis 8 Mal im Jahr. Und sprechen gut Französisch. Aber darf ich Sie bitten, solange wir noch keine Klarheit über den Tod Ihrer Schwester haben, sich anderen gegenüber zurückhaltend zu äußern? Gewiss. Gut. Dann lasse ich jetzt mein Büro die genaue Adresse für Sie heraussuchen. Auf dem Türschild steht Louisa Bergman. Und? Der zweite Name ist weggekratzt. Er stand für Elfrieda Grantham. Und wer sind Sie? Ihr Bruder, Russell. So weiß die Polizei, dass ich hier bin. Ich habe die Adresse von Inspektor Labour bekommen. Na ja, okay. Kommen Sie rauf. Wenn Sie mir jetzt nur noch einen Ausweis oder sowas zeigen würden. Was? Eher einen Ausweis. Ach. Ja, ich habe nur eine Kreditkarte. Ist die gut genug? Ja, danke. Aber Paris ist einfach nicht mehr das, was es war, wenn man allein lebt. Und seit sie die arme Frieda aus dem Drecksfluss gezogen haben, waren derart viele Männer hier, die in meinen Unterwäscheschubfächern gewühlt haben, dass ich mir schon einen Keuschheitsgürtel kaufen wollte. Hi. Freut mich, Russell. Mich auch, Luisa. Dann kommen Sie rein und machen Sie die Tür zu. So, dann parken Sie ihn hinter nirgendwo. Danke. Ein Glas Weißwein? Gerne. Was anderes habe ich auch gar nicht. Diese alten Häuser ändern sich kaum. Sie kennen sie? Zumindest indirekt. Meine Mutter hat mit englischen Mitschülerinnen eine Woche in der Rue Servandoni 20 gewohnt. Kurz vor Kriegsausbruch. Sie hat sie mir später mal gezeigt, als ich noch ein Junge war. Aber wo sind die Conciergen abgeblieben? Ein Weißwein? Danke. Ja, irgendwann sind Ihnen wohl die Witwen aus dem Ersten Weltkrieg ausgegangen. Cheers. Cheers. Ist da okay? Tadellos. Ein 88er Landwein. Vin de l'Hérault. Gute Traube. Trocken, aber fruchtig. Überdurchschnittlich, Luisa. Woher zum Teufel wissen Sie das? Das ist eine lange Geschichte. Und wo also hat Elfrieda gehaust? Da drüben. Sehen Sie sich um. Die Polizei hat ein paar Sachen mitgenommen, aber von dem Rest können Sie sich bedienen. Ist ja nicht sehr viel für ein 30-jähriges Leben. Die paar Kassetten, ein paar Bücher. Die paar Kleider. Immer beweglich bleiben. So war Elfrieda eben. Es war doch Elfrieda, die man Ihnen gezeigt hat. Das Gesicht haben Sie mir gar nicht erst zugemutet. Und der Körper war so kaputt, dass es jede junge Frau von Ihrer Größe hätte sein können. Naja, und Ihre Papiere?
Und ein Medaillon, das ich ihr vor Jahren geschenkt habe. Ich habe ihnen den Gefallen getan und gesagt, sie sei's. Sie müssen sich hundeelend fühlen. So ziemlich. Wohnen Sie im Hotel? Im Windsor. Wow. Ja, also dann. 10 Minuten und noch ein Glas Wein, dann werfe ich Sie raus. Ich muss unter die Dusche mich für ein Ashkenazi-Konzert umziehen. Ich habe 2 Karten noch vor dem Unglück gekauft. Was halten Sie davon? Ob ich mit Ihnen gehe? Ja. In Ordnung. Wenn Sie danach mit mir essen gehen. Es? Immer. Oh, die 4. Flasche Wein? Das 4. Glas von 4 verschiedenen Flaschen. Der hier passt nur zum Nachtisch. Verwöhnen Sie alle Frauen so? Nur die, die mir besonders gefallen. Aha. Und was machen Sie, um die Rechnung bezahlen zu können? Ich bin ein Önologe. Oh, und was? Ein Weinexperte. Ich bin auf der Suche nach Weinen. Ich rieche sie, schmecke sie und kaufe sie. Für sich? Die wenigsten. Ein paar bessere Londoner Buden gehören mir zwar selbst, aber das meiste verkaufe ich an Restaurants und Weinhandlungen, auch an Supermärkten. Vom einfachsten, aber sauberen Landwein bis zum Besten, was diese Erde hervorbringt. Wie heute. Die Weine heute Abend sind von Ihnen? Ja. Aber die gehen auf Kosten des Hauses. Donnerwetter. Aber erzählen Sie mir, wo Sie herkommen. Einer kleinen Stadt namens Gatesville in Texas. Ach, bei der Baylor-Universität von Waco. Ich habe Freunde dort. Nein. Keine 10 Minuten von da bin ich geboren. Oh Gott, was für eine kleine Welt. Und was machen Sie? Ich fotografiere. Was hauptsächlich? Sachen für Kalender und Wartezimmerzeitschriften. Und das zahlt sich aus? Oh ja. Die Aufträge wachsen und mein Bankkonto auch. So bin ich Ihrer Schwester begegnet, bei einem beruflichen Trip. Wo? In Kairo. Ich war anfangs hinter Kamelen, Pyramiden und Bauchtänzerinnen her. Was hat Elfrieda in Kairo gemacht? Auch gearbeitet. Aber sie hatte einen Job in Frankreich als Sprachlehrerin. Möglich, aber damals war sie auf dem Rückweg aus dem fernen Osten. Naja, und dann ließ sie auf privaten Partys ihren entzückenden Hintern wackeln. Elfrieda? Ja, Elfrieda. Wir haben uns erstklassig verstanden. Nach Kairo haben wir Athen unsicher gemacht, dann Rom, dann Paris. Elfrieda? Ja. Ihr Berufsname war Jackie. Oh, sie war erstklassig. Die Beste in der Truppe. Vom Scheitel bis zur... Naja, Sie werden nicht so dringend wissen wollen, was sie gemacht hat, wenn der letzte Fetzen erstmal runter war. Nein. Aber Sie glauben mir hoffentlich. Sonst können Sie sich ja vergewissern. Keine Sorge, ich glaube Ihnen. Aber es wäre mir lieber, wenn ich selbst... Wir sehen uns kurz im hiesigen Club Marbella um, ja? Wenn Sie wollen. Die machen nicht vor 4 Uhr zu. Das heißt, nach Mokka und Likör, den Sie jetzt gleich bestellen werden, wie ich Sie kenne. Gar nicht schlecht für den Anfang. Die gibt sich zu viel Mühe. Für mich einen trockenen Martini, Piet. Und Sie? Einen Whisky. Bringen Sie die Flasche. Machen wir, Madame. Hallo, Maurice. Lange nicht gesehen, Luisa. Maurice Lefebvre, Russell Grantham, ein Freund. Gefällt Ihnen die Show? Nicht schlecht bisher. Er wollte nach seiner Schwester sehen, Jackie. Die ist nur leider seit 2-3 Wochen verschwunden. Einfach ausgeblieben. Nicht einmal ihr Honorar hat sie mitgenommen. Wir vermissen sie hier sehr. Hätten Sie ein Foto? Bestimmt, irgendwo. Ihr Martini, Madame. Und der Whisky. Es geht aufs Haus. Oh, nett von dir, Maurice. Und Pete, sieh zu, dass du ein Bild von Jackie findest. Machen wir. Sie ist natürlich nackt auf dem Bild, Mr. Grantham. Ich weiß, wie sie nackt aussieht. Wir sind in unseren jungen Jahren immer nackt zusammen geschwommen. Und warum wollten Sie nach ihr sehen? Um herauszufinden, wer sie umgebracht hat. Pardon? Sie ist tot, Maurice. Jackie ist tot? Vor 2 Tagen mit schweren Verletzungen, vor allem an Kopf und Gesicht, auf der Seine gefischt. Das kann ich nicht glauben. Und was sagt die Polizei? Nicht sehr viel. Das Foto, Monsieur Maurice. Okay, Pipo. Wir wollen es immer noch ansehen? Ja. Es ist aus dem Schaukasten am Eingang.
Sie erkennen sie? Ja. Es ist Jackie. Beziehungsweise meine Schwester Elfriede. Okay, Luisa, gehen wir. Aber Sie haben ja noch gar nichts getrunken, Monsieur. Schütten Sie es zurück in die Flasche. Und das Geld, das Jackie noch zusteht? Verteilen Sie es unter den Mädchen. Jackie kehrt nicht zurück. Danke für einen sehr schönen Abend. Du liebes Bisschen, was parkt denn da für ein Monster neben meiner Einfahrt? Das? Das ist ein Happening und Kunstwerk, genannt Norton. Sagen Sie bloß nicht, dass die Ihnen gehört. Doch, und wie? Wollen Sie mal kurz? Oh, fragen Sie mich in 10 Jahren wieder. Sie wissen nicht, was Sie verpassen. Bei der auf die Tube drücken kann besser sein als Sex. Nichts ist besser als Sex. Und wollen Sie auf einen Kaffee raufkommen? Kaffee? K-A-F-F-E-E. Gern. War ja ein denkwürdiger Tag. Wobei noch zu sagen ist, dass Ihr Freund Maurice ein beschissener Lügner ist. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Sie haben doch der Polizei von Elfriedes Job in Marbella erzählt. Klar. Dann müssen die ihn doch x-mal in der Mangel gehabt haben. Und uns gegenüber tut er so, als wüsste er nicht, dass sie tot ist. Warum? Das erzählen Sie mir oben, okay? Ah! Runter! Irgendwas hat mein Gesicht Runter! Getroffen! Den Schlüssel! Oh! Rasch! Au! Oh. Au! Oh. Mensch, das brennt immer beschissen. Ach, ein leichtes Antiseptikum. Ist mein Gesicht hin? Mm-mm. Nur ein paar winzige Steinsplitter unter der Haut am Kinn. So, schon raus. Aber wird man es sehen? Auch das nicht. In ein paar Tagen sind Sie wieder so hübsch wie eh und je. Warum schießt da einer auf mich, um Gottes Willen? Mehr auf mich, nehme ich an. Und warum? Vermutlich, weil ich mich für die Umstände interessiere, unter denen Elfriede ums Leben gekommen ist. Und damit höre ich natürlich auch nicht auf. Sondern? Das Letzte, was ich bis dahin von ihr wusste, ist, dass sie Managern von Firmen und dergleichen Englisch beigebracht hat. In einem Kloster in Périgord. Fahren Sie mit? Da könnten ein paar hübsche Kalendermotive für Sie abfallen. Aber nicht auf diesem wilden Ding. Auf nichts anderem. Oh Gott. Also, ich überleg's mir, okay? Um 8:30 morgen hupe ich da unten. Sie wollen gehen? Also, ich meine, das war doch wohl eine echte Kugel. Ich fürchte mich. Gut. Ich bleibe. Gut. Deckenwand so weiter finden Sie in dem Wandschrank draußen. Das Sofa ist bestimmt besser als der Fußboden. Für Elfriedas Bett sind sie ein bisschen zu lang. Und meines gehört eben leider mir. Wirklich entschlossen mitzukommen? Oh, frag mich lieber nicht mehr. Sonst überlege ich mir doch anders. Gut, dann schließ den Riemen am Helm. So, jawohl. Und rauf mit dir. Oh Gott. Jetzt festgehalten. Ja. Und ab die Post. Okay, Lou. Nein, mach mir die Ohren vor Angst. Musst du denn so rasen? Ja, in einer Stunde sind wir da. Oh, wo dahin? Ich kann auch zulegen. Oh, Himmel. Ich fühle mich wie meine Großmutter, als sie das erste Mal geflogen ist. Von Houston nach Miami. Mr. Granted? Ja. Guten Tag, Schwester. Das ist Miss Bergman. Tag. Ich bin Schwester Therese und Leiterin dieser Schule. Was kann ich für Sie tun? Es geht um meine Schwester. Ja? Elfriede Grantham. Ja, sie ist mir natürlich bekannt. Sie ist tot. Oh. Gott sei ihrer Seele gnädig. Was ist passiert? Die Polizei hat ihre Leiche aus der Seine gezogen, vor ein paar Tagen. Wie schrecklich. Sie war eine so befähigte Lehrerin. Warum hat sie das College verlassen? Ach, darüber kann ich nichts sagen. Das war noch unter Schwester Augustins Leitung. Meine Schwester ist nicht mehr hierher zurückgekehrt. An das College? Nein, das wüsste ich. Warum fragen Sie? Weil wir über die letzten 14 Tage ihres Lebens so gut wie nichts wissen. Zwischen ihrem letzten Auftritt als Striptease-Tänzerin in einem Pariser Club und ihrem Tod. Striptease? Ist das Ihr Ernst?
Und wie, wenn ich so sagen darf? Ich wäre also daran interessiert, Unterlagen zu sehen, die Sie noch von ihr haben. Oder mit Leuten zu sprechen, die Sie kannten. Natürlich, ich verstehe. Dann gehen wir besser in mein Büro. Ich fahre gerade 80. Das wäre ja wohl selbst einer Großmutter nicht zu schnell. Sie war unberechenbar. Man hat sie mit ihrem Gärtner im Bett erwischt. Sie war 74. Eher 24. Für mich okay, das Tempo. Das wird ein spätes Frühstück, das ist alles. Ich frühstücke sowieso nie. Da kommt eine schnelle Kiste hinter uns. Ja, ich sehe ihn. Verdammt! Was will der denn? Blaukerl! Festhalten, Lou! Halt dich fest! Okay, Lou? Oh, total geschafft. Oh, der wollte uns rammen. Richtig. Ist ihm aber nicht gelungen. Nein, in was für einen Albtraum bin ich da geraten? Das ist nur keiner. Ist alles ganz real. Der Polizeiwagen vor deinem Haus auch. Oh mein Gott, was für ein Chaos. Es sieht schlimmer aus, als es ist, Mademoiselle Bergmann. Die Spurensicherung hat zur Unordnung noch beigetragen. Ich wusste gar nicht, dass Einbruch Ihr Gebiet ist, Inspektor. Ist es auch nicht, normalerweise. Aber ich bin stutzig geworden, als ich auf dem Computerausdruck den Namen von Mademoiselle Bergmann fand. In Zusammenhang mit ihrer Schwester. Hilfreich wäre, Mademoiselle Bergmann, wenn Sie uns sagen könnten, was von den Einbrechern mitgenommen wurde. Was denn jetzt gleich? Nein, aber möglichst bald. Sie waren verreist? Ja. Ich habe mir mit Miss Bergmann das College angesehen, in dem Elfriede gearbeitet hat. Mr. Grantham, ich bitte Sie sehr, überlassen Sie die Untersuchung uns. Wir sind genauso daran interessiert wie Sie, herauszufinden, wie Ihre Schwester ums Leben gekommen ist. Es kann passieren, dass durch Ihre Bemühungen die Täter gewarnt werden, bevor wir Beweise in der Hand haben. Sie sind nicht Sherlock Holmes. Okay, okay. Dann bleibt also jeder bei seinen Leisten. Sie bei Mord, ich bei Wein. So, ups, die Bücher noch ins Regal. Dann ist es geschafft. So, hier. Danke, Russ. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, wenn ich dich schon in die Geschichte reingezogen habe. Ach, da war nicht viel zu ziehen. Sie war nicht nur deine Schwester, sondern auch meine Freundin. Aber sag mal, warum hast du diesem Inspektor nichts von den Überfällen gesagt? Vergangene Nacht und heute mit dem Wagen. Das kann ich nicht genau erklären. Das ist meine Nase. Irgendetwas ist ja faul. Hast du festgestellt, was gestohlen wurde? Fotos. Negative und positive. Die Arbeit der vergangenen 4 Monate. Im Wert von schätzungsweise $50,000. Schweinerei. Fotos einschließlich Kairo? Die mit Frieda, oder wie? So ist es. Und das ist alles weg? Ja. Das heißt, möglicherweise nicht alles. Ein Karton mit Dias habe ich in meinen Kleiderschrank gestellt, weil ich Platz brauchte. Die sind wohl noch da. Können wir sie ansehen? Morgen. Ich weiß ja nicht, wie viel Schlaf Önologen brauchen, aber mir fehlen circa 36 Stunden und ich verschwinde ins Bett. Und du? Och, ich rühre mir ein Omelett als Unterlage für deinen Weißwein zusammen. Und dann rufe ich Inspektor Sefton von Scotland Yard an. Um die Zeit? Um die Zeit. Er hat mich in den Schlamassel gebracht, jetzt soll er mich gefälligst wieder rausholen. Oh, nur nie aufgeben, was? Doch, zum Beispiel das Sofa. Dagegen kann der Fußboden nur das Paradies sein. Inspektor Sefton hat eine Nachricht für Sie hinterlassen, Sir. Er ist in Paris. Wenn Sie mir bitte Ihre Adresse und Telefonnummer geben, wird er sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Miss Bergmann. Ja, freut mich auch. Sie, Mr. Grantham, konnte ich ja nicht unbedingt hier vermuten. Ich habe es zunächst im Windsor versucht, nachdem Sie mich offenbar so dringend in London erreichen wollten. Was wollten Sie mir denn mitteilen? Darf ich vielleicht zuerst erfahren, was Sie nach Paris bringt, Inspektor? Aber ja. Unter anderem mein Kollege, Gérard Larbeau. Er ist über Ihr Verhalten nicht sehr froh. Sie behindern seine Untersuchungen, sagt er. Naja, er hat zuweilen seine Mucken. Also, was war der Grund Ihres Anrufs? Was wissen Sie über meine Schwester? Was brachte Sie dazu, Ihren ursprünglichen Beruf als Sprachlehrerin aufzugeben
und eine Striptease-Tour von Bangkok über Kairo und Gott weiß, was noch für Orte zu unternehmen. Mit Paris als Endstation. Und warum darf ich nicht fragen, wie sie ums Leben gekommen ist? Weil diese Frage die Mediziner beantworten müssen. Ah ja, ob die dann auch gleich die Frage beantworten werden, warum gestern Nacht, als wir aus dem Club Marbella kamen, nach Hause kamen, auf uns geschossen worden ist. Womit geschossen? Ja, wir hatten wenig Gelegenheit zu fragen. Aber ich kann Ihnen am Eingang unten den Einschuss zeigen. Und die Spuren winziger Mauersplitter an Miss Bergmans Kinn. Ja, und außerdem, wenn dieser Gentleman gestern nicht in einer Filmreifenszene mit seinem Motorrad einen Verfolger abgehängt hätte, dann wären wir jetzt Moos. Wann? Wo? Auf der Rückfahrt von der Sprachenschule von Peillac im Périgord. Inspektor, was bringt Sie nach Paris? Und in was war meine Schwester verwickelt? Tja, ich muss Ihnen jetzt wohl reinen Wein einschenken, wenn Sie sich zu absoluter Verschwiegenheit bereit erklären. Einverstanden, oder? Ich habe nichts zu sagen. Einverstanden. Miss Bergman? Einverstanden. Auch wenn mir sowas total gegen den Strich geht. Elfrieda hatte einen zeitlich unbefristeten Vertrag als Interpol-Agentin, der technisch über mich läuft. In Peillac werden Sprachkurse für Manager durchgeführt, gleichzeitig aber auch Intensivkurse für Agenten, die an der Aufklärung und Verfolgung internationaler Verbrechen mitarbeiten, vor allem im Drogenbereich. Elfrieda hat 4 Sprachen fließend beherrscht und verfügte über eine extrem rasche Auffassungsgabe. Sie hat sich freiwillig bereit erklärt, in die Gogo-Truppe einzutreten und sich in diesem Rahmen auch als Drogenkurier zu betätigen. Durch sie sind uns schon ein halbes Dutzend Mittelsmänner an die Angel gegangen. Etwas muss allerdings bei der Angelei schiefgegangen sein. Spätestens im Club Marbella in Paris? Ja, also das herauszufinden bin ich hier. Ja. Ich nehme natürlich an, dass man ihr auf die Spur gekommen ist. Aber warum, wenn Elfrieda tot ist, diese Anschläge auf uns? Und die Jagd nach ihren Fotos? Na, da bin ich im Augenblick ebenfalls überfragt. Haben Sie Labo davon erzählt? Nicht von den Anschlägen. Wenn Elfrieda eine Interpol-Agentin war, muss er doch sämtliche Daten von ihr haben. Einschließlich Fingerabdrücken und Zahnstatus. Also, wozu lässt er mich zu ihrer Identifizierung aus London kommen? Das ist gesetzliche Vorschrift in Frankreich, sagt er. Kokolores. Klar, wiedererkannt habe ich nur ein Medaillon, das ich ihr vor Jahren geschenkt habe. Der Körper war total verstümmelt, das Gesicht hat er mir gar nicht erst gezeigt. Die Leiche hätte jede beliebige jüngere Frau sein können. Und die Papiere sahen mir so aus, als hätten sie höchstens eine Viertelstunde im Wasser gelegen. Sie haben sie gesehen? Nein. Das sollten Sie nachholen. Miss Bergman hat Ihnen auch noch was zu zeigen. Die haben nämlich bei dem Einbruch eine Schachtel mit Dias übersehen, die ich zufällig nicht in der Dunkelkammer aufbewahrt hatte. Ich zeig sie Ihnen. Machst du mal eben das Licht aus, was? Ja. Fast alle Elfrieda bzw. Jackie bei ihrer Nummer. Das ist ja wirklich unglaublich attraktiv. Sagen wir doch gleich sexy. Und ebenso erfindungsreich. Also was die mit einer Piccolo-Flasche aufführen konnte. Aber wozu sie die Bilder stehlen mussten, weiß ich nicht. Russ sagt, er weiß es. Stopp, Lou. Eins zurück. Hier? Noch eins. Halt, ja. Sie hat ein kleines Muttermal, ja? Unter der Brust? Ja. Hier, der linken. Ja. Das hatte sie schon, seit ich mich erinnern kann. Ja, und? Die Leiche, die man mir vorgeführt hat, mit all den Schnitten und Quetschungen, hatte da kein Muttermal. Es war nicht Elfrieda. Sind Sie sicher? Absolut. Das genügt, Lou. Aber noch was, apropos Riecher. Ja? Schwester Therese
benutzt Joy Parfum. Ja, ich auch. Ja, aber du das Toilettwasser, sie das teure Zeug. Oh. Also, was mag wohl mit Schwester Augustine passiert sein? Beziehungsweise Elfrieda, wenn sie nicht das von Ihnen identifizierte Mädchen ist. Ja, Frieda ist nach Perjac gefahren. Woher wollen Sie das wissen? Ja, weil sie mir wie sonst auch ihr Zugticket für die Hinfahrt geschickt hat. Warum hast du mir das verschwiegen? Ja, weil du nicht nachgefragt hast. Ja, aber du hast doch gewusst, dass Schwester Therese gelogen hat, als sie sagte, sie sei nicht in die Schule zurückgekommen. Nein! Elfrieda ist nach Perjac gefahren, das ist alles. Haben Sie das Labor erzählt? Nein, ich trau ihm nicht. Ja, aber mir auch nicht, wie es aussieht. Also mit Gestreite lösen wir gar nichts. Also, ich verschwinde jetzt kurz und mache ein paar Anrufe und Sie beide genießen die nächsten 20 Minuten Ihren Wein und bleiben schön ruhig hier sitzen. Ja, ich habe auch ein Telefon, Inspektor. Ja, ein verwanztes, wenn Ihrer beider Misstrauen gegen den Kollegen Larbeau auch nur die leiseste Berechtigung haben sollte. Ich bin gleich wieder da. Und? Glück gehabt? Naja, es kommt darauf an, was man unter Glück versteht. Also, um die Zeit herum, als man Elfrieda aus der Seine gefischt hat, waren insgesamt 5 Mädchen in Paris als vermisst gemeldet. Bei 2 davon sieht es nach typischem Durchbrennen von zu Hause aus, bei der 3. nach Stiften gehen mit dem Boyfriend. Die beiden übrigen sind die Fragezeichen. Also nach meiner Vermutung könnte eine davon Madeleine Rousset sein. 26 Jahre alt, unverheiratet, 2 Kinder, etwas unterbelichtet, Teilzeitarbeiterin in einer Wäscherei und in der Küche des Club Marbella. Interessant. Ja. Die physische Beschreibung der Toten würde auf sie beachtlich genau zutreffen. Und sie wurde 2 Tage vor dem Leichenfund als vermisst gemeldet. Soll heißen? Dass irgendjemand bereit stand, eine junge Frau zu töten und uns glauben zu machen, es sei Elfrieda. Dann wäre Elfrieda ja noch am Leben. Na langsam. So schnell schießen die Engländer nicht. Wer ist Ihr Boss? In Paris? Gérard Labo? Ja, dann dürfte es ja auch er sein, der Elfrieda in dieses lausige College zurückgeschickt hat. Also, ich arbeite mit Gérard Labo seit fast 4 Jahren zusammen und ich habe ihn in der Zeit als einen erstklassigen Polizeibeamten kennengelernt. Und ich vertraue ihm. Naja, es bleibt mir auch kaum etwas anderes übrig. Ich habe in Frankreich keinerlei Befugnisse. Aber ich weiß einen Weg, Antwort auf die vielen Fragen zu bekommen. Und zwar? Wir werden Gérard Labo fragen. Weil wir es hier nicht mit einem Spiel in der 2. Liga zu tun haben, Monsieur Grantham. Zu allem entschlossene Kriminelle wollten uns glauben machen, ihre Schwester sei tot. Folglich habe ich das Spiel mitgespielt und habe sie nach Paris geholt. Die Identifizierung der Toten durch sie, den Bruder, sollte in den Zeitungen zu lesen sein. Konsequenterweise habe ich es für mich behalten, dass es sich bei der Toten in Wirklichkeit, jawohl, um die von Inspektor Sefton genannte Madeleine Rousset handelt. Irgendwann hätte ich sie darüber aufgeklärt. Aber jetzt haben sie mich natürlich dazu gezwungen. Und was steckt überhaupt hinter dem Mord? Der Versuch, die Beweiskette zu zerstören, die wir gegen eine der größten Rauschgiftbanden in Europa gebildet haben. Warum ist Elfrieda nach Perjac zurückgefahren? Das kann ich nicht sagen. In unseren Unterlagen gibt es darüber nichts. Woher wollen Sie denn wissen, dass sie hingefahren ist? Durch Ihre Fahrkarte. In den letzten Monaten hat sie Angst bekommen und sich angewöhnt, mir jeweils ihre benutzte Fahrkarte mit der Post zu schicken. Sie hat gesagt, wenn ich mich in 2 Wochen nicht von dort melde, dann ruf diese Nummer an. Welche? Haben Sie sie da? Ja, Moment. Hier. Das begreife ich nicht. Darf ich mal sehen? Das ist ja meine Londoner Geheimnummer. Sie haben aber nicht angerufen. Nein. Es ist erst 10 Tage her, dass sie nach Perjac gefahren ist. Vielleicht hat ihr die nach Joy duftende Schwester Therese in die Nase gestochen. Sie wollen sagen Schwester Augustine? Nein. Eine Augustine scheint dort nicht mehr zu agieren. Tja. Vielleicht müssen wir uns darauf gefasst machen, dass eines der wichtigen Antidrogen-Ausbildungszentren nun von den Drogenhändlern übernommen worden ist. Die alle Namen unserer Agenten kennen und die Methoden, mit denen sie arbeiten. Das streckt mein Gehirn. Was hat Elfrieda veranlasst, ausgerechnet im Club Marbella zu arbeiten? Sie hatte den Verdacht, dass der Club als Umschlagplatz fungiert. Dieser Typ dort, Maurice Lefebvre, gehört zu der Bande?
Möglich. Sicher wissen wir das nicht. Wie hat sie Informationen weitergegeben und Anweisungen erhalten? Über einen Telefoncode. Was nur heißt, dass wir kaum eine Unterlage finden dürften, wer sie nach Peyak beordert hat. Die Gespräche wurden in der Regel aufgenommen. Bis auf das Letzte, möchte ich wetten. Unterlagen welcher Art? Welche wurden in der Regel aufgenommen? Bis auf das Letzte, möchte ich wetten. Unterlagen welcher Art auch immer, sei es im Club Marbella, sei es in Peyak, sind in 0, nichts beschlagnahmt. Sofern man sich dazu entschließt, was Ihnen offenbar Schwierigkeiten bereitet. Weil wir der Bande auf der Spur sind, aber sie noch nicht am Kragen haben. Dann muss ich wohl selbst nach meiner Schwester suchen. Vorsicht, Grantham, wir sind in Frankreich und nicht in England. Wie viele Leute kennen Sie da unten in Peyak? Persönlich? Niemanden. Also, ich kenne circa 2 Dutzend. Ich kaufe ihre Weine. Und die erzählen mir mit dem größten Vergnügen, was dort in den letzten 50 Jahren so alles gelaufen ist. Wie Sie meinen. Ich lasse Maurice Lefebvre's Aktivitäten überwachen. Aber mehr kann ich nicht tun. Sie werden da unten auf sich allein gestellt sein. Also seien Sie auf der Hut, Monsieur Grantham. Konnte ich mich nur darauf einlassen. Meine Beine sind total taub. Vom Hintern bis zu den Zehenspitzen. Ich bin hungrig, ich bin müde, ich bin hin. Und du redest zu viel. Also trink erst mal was in dem Café am Platz. Dann wandle hinauf zum Kloster. Und wenn sie mir die Tür aufmachen, frage ich sie, ob sie dich gesehen hätten. Denn du seist mir abhanden gekommen. Was ich schlechterdings nicht ertragen ließe. Bravo. Und dann werden sie ausschwärmen und mich suchen, schätze ich. Und wo würden sie dich finden? Wahrscheinlich bei einem alten Geschäftsfreund, mit dem ich eine kleine Zecherei vorhabe. Lou, du musst es nicht tun, das weißt du. Sagt er jetzt, wo wir in der Höhle des Löwen sind. Wie gefällt er Ihnen, Monsieur? Sehr fein, Jacques. Fraglos besser als der letzte Jahrgang. Ich bin bereit, Ihnen die gesamte Ernte und die des nächsten Jahres abzunehmen. Als Folge werden meine Kunden mehr bestellen. Mehr kann ich nicht produzieren. Nein, aber die Preise werden steigen. Warum mein Wein, Monsieur Russell? Weil ich Ihre Hilfe brauche, Jacques. Auskunft über Schwester Augustine. Die ist nicht mehr hier. Nur sie? Auch andere. Und die junge Frau mit den langen blonden Haaren? Mademoiselle Elfrieda? Ja. Ha, die gefällt allen hier. Vor allem den Männern. Haben Sie sie in letzter Zeit gesehen? Aber ja, vor einer Woche sowas. Wenn sie sich verstecken wollte, sagen wir, wo und wie würde sie es versuchen? Verstecken? Warum verstecken? Wo? Wie soll ich das wissen? Es ist eine Menge Wein, die ich kaufe, Jacques. Und Mademoiselle ist meine Schwester. Ah, gratuliere, Monsieur. Wo ist sie, Jacques? In einer der Grotten vielleicht. Welche? Es gibt Dutzende, werden ja sogar von Touristen besucht. Eine, zu der die Touristen nicht kommen? La Grotte Jérôme. Warum die? Wird bewacht. Kann man überleben in der? Wasser gibt's genügend da unten. Kann man sie rausholen? Schon. Wenn sie aber doch bewacht wird. Gibt einen zweiten Eingang. Wo? Auf meinem Grund. Den kennt nur ich. Der Abstieg ist saugefährlich. Weiß nur von zweien, die ihn gemacht haben. Einer waren Sie. Als ich jung und dumm war. Der andere war Martin. Ihr Sohn, der... Ja. Der von einem betrunkenen Fahrer getötet worden ist. Der war ein großer Kerl wie Sie. Und die nötige Ausrüstung hat er auch. Die gebe ich Ihnen. Aber wir müssen bis zur Dämmerung warten.
Hier. Jacques? Ja? Warum tun Sie das für mich? Es ist doch für Sie nicht ungefährlich. Sie haben mir geholfen. Vor 5 Jahren. Als meine Frau gestorben und Martin verunglückt war. Und die Ernte nur ein paar Fässer gefüllt hat. Mit geliehenem Geld, nicht wahr? Ja. Aber Sie haben jeden Sou zurückgezahlt. Aber der Jahrgang hat nicht mal was getaugt. Ich habe trotzdem daran verdient. Sie kennen doch meine Landsleute. Die kaufen nach dem Etikett. Noch eine Frage, bevor ich da hinuntersteige. Und Elfrieda finde oder nicht? Sie kennen doch den Inspektor aus Paris? Monsieur Larbeau? Ja. Gewiss. Der kommt doch mindestens einmal im Monat hierher. Letzte Woche auch? Zufällig? Ja, das kann ich nicht sagen. Macht nichts. Also dann. Viel Glück, Monsieur. Die Haken hat Martin noch eingeschlagen. Die sollten halten. Danke, Jacques. Dann auf gutes Wiedersehen. Ich warte hier auf Sie. Elfrieda! Elfrieda! Hallo? Ich bin's! Hasenfuß! Lars? Elfrieda! Lars? Ja! Dein alter Hasenfuß und kleiner Bruder! Lars! Verdammt! Wie kommst du denn hierher? Ist eine lange Geschichte. Und ein langer Abstieg. Und ein noch längerer Aufstieg, nehme ich mal an. Wie geht's dir denn, mein Schatz? Mann, Nasenfuß. Ich hab mich gerade drauf eingerichtet, unbeweint zu sterben. Essen? Seit 2 Tagen zu Ende. Das ist gut für die Figur. Dann fangen wir mal mit der Schokolade hier an. Beim Knabbern kannst du schon mal hier in den Taucheranzug umsteigen. Erst her mit der Schokolade. Okay, aber nicht auf einmal runterschlingen, ja? Setz dich da hin. Zieh dich aus. Ist das wirklich nötig? Ja. Erst schon mal müssen wir durch den See hier. Aber auf der anderen Seite ist eine Felswand. Ja, aber an einer Stelle gibt es eine Spalte, durch die man schwimmen kann. Und dann kommen noch 2 Teiche und 3 Tunnel von circa 1 Meter Höhe. Bis zum senkrechten Aufstieg von rund 80 Metern. Das schaffe ich nicht. Sonst noch was? Nicht in der Verfassung. Denk an unser Gekletter in Yorkshire. Wie eine Gämse bist du da rumgeklettert. Herrlich. Ich kann nicht mehr. Okay. 3 Minuten. 3? 3. Laut Jacques füllt sich der Teich hier bis zur Decke, wenn es regnet. Sprichst du von Jacques Aron? Ja. Er ist ein alter Freund. Er wartet oben auf uns. Ich habe keine Reserven mehr, Russ. 10 Tage. Wasser und Brot. Solange das Brot noch gereicht hat. Schaffen wir schon. Warum bist du überhaupt nach Payette zurückgekommen? Anweisung. Von Gérard Labour? Nicht direkt. Warum? Weil du tot bist, offiziell. Labour hat mich kommen lassen, um deine Leiche zu identifizieren. Und er ist regelmäßiger Besucher im College. Er soll nicht wissen, dass Therese von der anderen Seite ist. Woher weißt du denn das alles? Von Sefton, Schwesterherz. Maurice Lefebvre dürfte ja auch jede Menge Dreck am Stecken haben. Ja, aber der ist nur eine kleine Nummer. Aber deshalb war ich nicht so überrascht, als ich nach Payette geschickt wurde. Ich nahm an, sie wollten mich auf den größeren Fisch umsetzen. Es hat 48 Stunden gedauert, bis es geklingelt hat bei mir, dass was faul war. Augustin und die meisten anderen waren nicht mehr da.
Und die Neuen waren komische Typen. Von der anderen Seite eingeschleust. So sah es mir immer mehr aus. Ich wurde wie eine Gefangene gehalten. Bewacht. Ich habe das Aas in mein Badezimmer gelockt und sie niedergeschlagen. Einfach so? Hasenfuß. Ich habe doch gleich nach der Uni für Interpol gearbeitet. In der Zeit hat man schon was gelernt. Ich habe mir ihre Kleider angezogen, Brot und Käse aus der Küche geholt und bin stiften gegangen. Sie haben mich leider gesehen. Also ist mir nur die Grotte geblieben. Mir dahin nachzusteigen, haben sie dann doch nicht gewagt. Die letzten drei Abenteurer, die es riskiert haben, hat man als Leichen rausgeholt. Und das hat eine Woche gedauert. So lange haben wir nicht Zeit. Und als Leichen schon gar nicht. Los, komm! Aus. Ich kann nicht. Au! Wenn ich das nochmal höre, dann gibt's die nächste Ohrfeige. Lass das Gefummel mit der Taschenlampe. Wir wissen nicht, wer oben ist. Du hast doch gesagt, Jack! Ja, das war vor 4 Stunden. Los, jetzt weiter. Da ist das Seil. Ich glaube nicht, dass ich noch... Den Stuhl sollst nicht dauern, sondern dich bewegen. Noch 10 Meter. Ah, Monsieur Grantham, da sind Sie ja. Da bin ich. Wir haben uns Sorgen gemacht. Seit 24 Stunden nichts von Ihnen gesehen und gehört. Sie wussten doch, dass ich hier in Peyak auf mich allein gestellt sein würde. Ja, aber es wurde ein bisschen lang. Wir haben Sie gesucht. Ihre amerikanische Begleiterin hat sich sogar im College nach Ihnen erkundigt. Haben Sie Schwester Therese und die andere Gesellschaft inzwischen kassiert? Bedauerlicherweise nein. Die Erkundigungen Ihrer Freundin müssen Sie alarmiert haben. Sie haben das weitergesucht. Und wir haben die Verfolgung aufgenommen. Von Ihrer Schwester hat sich im College übrigens keinerlei Spur gefunden. Unter den Einheimischen hält man es für möglich, dass sie sich in der Grotte Jérôme versteckt hält. Ziemlich unwahrscheinlich. Bis ich da hinein war... Ich weiß. Kehrt als Leiche zurück. Es tut mir leid, Monsieur Grantham. Aber wir setzen die Suche selbstverständlich fort. Gut. Danke. Was sind Ihre weiteren Pläne? Wahrscheinlich entführe ich Miss Bergmann erstmal nach London. Ich habe mein Geschäft zu lang allein gelassen. Ich werde ja von Ihnen hören, wenn es etwas Neues gibt, nehme ich an. Selbstverständlich. Ich glaube nur nicht mehr so recht, dass es etwas Gutes sein wird. So. Was soll denn das werden? Ein Versteckspiel. Also ausziehen kommt nicht in Frage. Das ist viel zu ungemütlich hier zwischen diesem stacheligen Buschzeug. Horch mal, Liebe. Was? Du sollst horchen. Dreimal darfst du raten. Also? Bravo. Aber die Jungs fahren eine Enttäuschung entgegen. Wollen uns lebwohl winken auf einer Fähre nach England. Wie ich Inspektor Labo weiß gemacht habe. Und wohin fahren wir stattdessen? Paris. Auch wenn ich nicht weiß, was ich da noch groß bewirken soll. Mangels Beweis über eine Verbindung zwischen Larbeau und Therese. Und wie wär's mit einer kleinen Fotoserie zum Thema? Hm? Na, halt so. Ich habe da auf dem Marktplatz gehockt, Pernod in mich hineingeschüttet und mir ein paar sexbesessene Alte vom Leib halten müssen und dabei Bild um Bild geschossen. Wie das College geräumt worden ist. Ach, geräumt. Panikartige Flucht der Insassen. Begleitet von Geküsse und Geknutsche zwischen Therese und Larbeau. Wenn du begreifst? Du hast das fotografiert? Mindestens einen halben Film. Ich schwöre es bei der Verfassung der Vereinigten Staaten. Luisa, du bist wirklich spitze. Ich liebe dich. Fabelhaft. Das war erstklassig. Also wie mein kleiner Wildling von Bruder sich zu einem derart zivilisierten... Macho entwickeln konnte, ist mir ja ein Rätsel. Familiengene, Frieda. Familiengene. Und jetzt berichte mal. Maurice Lefebvre versucht gerade zu erklären, wie Dutzende von Säcken Hasch ohne sein Zutun in den Räumlichkeiten des Clubs gelandet sind.
Therese und ein paar Mitschwestern wurden in Marseille geschnappt und einige ihrer Bosse konsultieren derzeit ihre Anwälte. Ihr habt ja Beweise. Beweise? Sei nicht naiv, Hasenfuß. Ganz oben gilt als Beweis nur, wozu die Anwälte okay gesagt haben. Per se existiert sowas nicht. Und Lavaux ist erledigt, nehme ich an. Ja, denn der kann sich solche Anwälte nicht leisten. Er war die längste Zeit ein ausgezeichneter Polizist, bis sie angefangen haben, ihn zu erpressen. Sex. Das hat Schwester Therese inszeniert. Ich bin immer sehr gut mit ihm gefahren. Aber er hat dich ans Messer geliefert. Naja, um seine Haut zu retten. Was blieb ihm anderes übrig? Und wie geht's weiter bei dir? 4 Wochen Aalen in karibischer Sonne. Dann ein 2 Wochen Know-how-Kurs in England über den waffentechnischen Stand des internationalen Terrorismus und am Ende die alte Knochenarbeit. Mit Kleidern an, zur Abwechslung. Und noch was, Russ. Nach dem, was du da in der Höhle fertiggebracht hast, werde ich dich nie mehr Hasenfuß nennen. Wehe. Dann haben wir uns zum letzten Mal gesprochen. Dann wollen wir mal, ja? Ich habe noch ein Rendezvous, wie du weißt. Pass auf dich auf, okay? Du auch. Hasenfuß. Und sei umarmt. Du auch. Hi. Hallo? Elfriede hat schon angekündigt, dass du kommen wolltest. Aber wo steckt sie? So wenig Öffentlichkeit wie möglich, hat sie am Ende gemeint. Tja, ich fand's angebracht. Madeleine Rousset wurde umgebracht, weil ihnen Frieda entschlüpft war. Brutal ermordet. Und an ihrem Grab 4 Sargträger und ein schäbiger alter Priester. Da wollte ich mich dazugesellen. Du hast auch für das Begräbnis bezahlt? Naja, ich habe sie zuletzt gesehen. Das Mindeste, was ich tun konnte. Und jetzt? Zurück an die Arbeit, denke ich. Und zurück zu deiner reizenden Lucy? Weniger. Gestern hat sie mir am Telefon verpasst, dass sie heiratet. Einen meiner Konkurrenten. Kommt dich teuer zu stehen? Ziemlich. Ist nicht das erste Mal. Ja, was machst du? Mir einen Lehrling suchen. Weiblich? Vielleicht. Muss nicht sein. Fährst du heute noch zurück? Nein. Aber dein Fußboden ist nicht viel besser als dein Sofa für den Rücken. Ach, dann probier eben was anderes. Okay? Okay.